Für uns als Gruppe ist Premium natürlich eine extrem gute Plattform, um irgendwie einen Einstieg in dieses Theater-Schwimmbecken eigentlich zu finden. Ben en fait, moi, ce qui m'intéressait spécialement dans ce concours, c'était de pouvoir avoir un lien avec la Suisse allemande. C'est assez divisé en Suisse entre la Suisse française, la Suisse allemande, évidemment la partie italienne aussi. Premio ist in erster Linie mal ein Wettbewerb, so ist es auch ausgeschrieben. Und in zweiter Linie ist es ein Vernetzungsprojekt. Junge Gruppen aus den Bereichen Tanz und Theater können sich bewerben für einen Preis. Und da gibt es natürlich mal zu gewinnen, zuerst mal eine Preissumme. Und die ist festgesetzt insgesamt mit 27.000 Franken. Das ist sicher der erste Anreiz. Der zweite Anreiz, und der wohl wichtigere ist, finde ich, ist die Vernetzung. Sie haben in der kürzester Zeit die Möglichkeit, sich vor eben 30 Theaterdirektoren aus der gesamten Schweiz zu präsentieren. Und diese Kontakte, die dort geknüpft werden, erleichtert natürlich dann den Einstieg in die Praxis. Gutes Theater ist junges Theater, experimentelles Theater, frisches Theater, Theater, das Lust bereitet und dem man ansieht, dass es Lust macht, es zu tun. Der Bug des Schiffes teilt Welle um Welle um Welle um Welle um Welle. Strömungen umlenken. Gegen den Wind segeln. Das Ruder selber in die Hand nehmen. Ein Rumpfass in einem Schluck schlucken. Im Jahre 2000 haben sich, soviel ich weiß, 7 Theater, vor allem aus der Deutschschweiz, gefunden und haben sich gesagt, wir müssen junge Theaterschaffende wirklich in die Praxis reinbringen. Und inzwischen sind es 33 Theaterinstitutionen, die zu den Trägervereinen gründen. Die Jury setzt sich zusammen aus 2 Vertretern des Vereins Premio, einem Promotor und dem Präsidenten, dann aus jemandem von der Schreibenden Zunft, einem Kritiker oder einer Kritikerin und 2 Vertretern der Theaterschaffenden der Schweiz, Regisseure, Veranstalter etc. Die Jury hat sich entschieden, nur einen Preis zu vergeben, und zwar, das heißt, die Gesamtpreis von 27.000 geht an eine Gruppe. Und diese Gruppe heißt Grenzgänger. Es ist wahnsinnig toll, weil es für uns heißt, dass wir das Stück jetzt wirklich produzieren können. Und das war unser wichtigstes Ziel, und deswegen sind wir unheimlich glücklich.